Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen heute am 1.7. um 13.28 Uhr zu MW2 heute. Muss ich euch unbedingt was erzählen? Ja, es ist ein ganz wichtiges Thema. Es geht eigentlich um eine Religion, weil ich einfach mich mit einer Religion nicht mehr zufrieden tue. Ich fühle mich nicht mehr wohl, und zwar ich fühle mich mit dem Christentum nicht mehr wohl, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das Christentum immer überschattet mit irgendwelchen Botschaften. Also, gut, es gibt eigentlich in jeder Religion schlimme Dinge. In der Kirche ficken die Priester irgendwelche Kinder oder sowas und so weiter. Muss ich, glaube ich, dazu nichts sagen, oder? Aber ich fühle mich im Islam sehr wohl. Sehr, sehr wohl. Der Islam ist für mich eigentlich eines der Religionen, wo ich sage, hey, das ist einfach, da fühle ich mich wohl. Der ganze Aufbau des Koranes zum Beispiel finde ich absolut plausibel, absolut toll. Und als ich ein paar Worte vom deutschen Koran gelesen habe, habe ich sowas gespürt, sowas, so eine Zufriedenheit, so eine Wärme. Und das, was drin steht, zum Beispiel die Erde, wie sie entstanden ist, riesige Meteoriten schlagen auf die Erde ein, boom, 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 das ist doch plausibler als Adam und Eva, ne? Ich finde, der Koran ist eine sehr detaillierte Anleitung, ne? Wie die Welt entstanden ist, und eine friedliche Religion, sehr friedlich, aber es gibt leider irgendwelche radikale Leute, die den Koran, ja, missbrauchen sozusagen. Die wandeln alles ab, was sie lesen. Und man darf niemals irgendwelche Muslime wegen ihrem Glauben irgendwie verurteilen. Es sind ja keine Terroristen. Es sind ja diese kleinen Randgruppen von 0,5 bis 0,6%, die den Glauben anders verstehen wollen und ihn radikalisieren. Besonders radikal machten es die Taliban, ne? Frau hat nichts zu sagen, ne? Viele Türkinnen haben heute kein Kopftuch. Nee, die haben das nicht, weil sie es nicht wollen. Viele, ja, ich würde mal sagen, Leute, die an den Islam glauben, an den Koran glauben, die trinken ab und zu auch Alkohol, ne? Ich kenne Moslems. Ich kenne sie. Da muss mir keiner was anderes sagen. Ich meine, wenn man auf Schwein verzichtet, ist das eine schöne Sache. Es gibt Leute, die sagen, gut, keine Alkohol, aber Marihuana, also Yogi. Und es gibt Leute, die sagen, nee, ich trinke gar nichts. Ich nehme auch keine Drogen und sowas. Aber der Islam ist eine tolle Religion, toll. Ganz friedlich. Und ich will einfach mal ein bisschen hier, einfach mal, dass ihr nicht gleich denkt, oh, Terrorist, Salafist und so weiter. Ne? Es gibt Salafisten, die sind enorm, gefährlich, weil die einfach einen Gottesstaat teilweise wollen und die Frau hat nichts zu sagen. Aber es ist nicht richtig, dass die Frau nichts zu sagen hat. Die Frau ist wertgleich. Die Frau hat auch was zu sagen. Wir haben eine Bundeskanzlerin, das können wir nicht leugnen. Frauen haben auch ein Leben, ne? Und wenn ich dann höre, Ehrenmord, das ist was ganz Schlimmes. Das ist was ganz, ganz Schlimmes. Also man tötet Leute, weil sie zum Beispiel die Ehre beschmutzt haben. Aber wenn man ein Familienmitglied, zum Beispiel eine Frau, tötet, ja, da habt ihr doch eure Ehre auch zerstört. Das ist so dumm, dumm, was ihr dann sagt. Ihr hättet eure Ehre gerettet, ihr habt gar nichts gerettet, ihr seid dann Verbrecher und Mörder. Wenn ihr eure Ehre retten wollt, dann solltet ihr ja mal damit anfangen, Frauen gleich zu berechtigen. Frauen müssen berechtigt werden. Frauen sollen gleich auf sein wie Männer. Und nicht irgendwie nachbeteiligt werden. Nach ja, das Putzobjekt, das Fickobjekt. So ist das nicht. So geht das nicht. So kann das nicht weitergehen. Nein. Ein friedlicher Islam, eine friedliche Religion kann nur entstehen, wenn beide Parteien, Frau und Mann, gleich wert sind und nicht die Frau weniger wert sind und der Mann mehr wert ist. So klappt das nicht. So ist das nicht in Ordnung. Und das ist meine Meinung. Ja, ich finde einfach, ihr seht, ich glaube an Allah, ich glaube auch an Mohammed, ich glaube auch an diese ganze Sache und sage jetzt ein ganz schönes Wort, das heißt Mashallah.
Maschallah. Schön. Ne? Die Leute, die das noch nie gehört hätten, hätten gedacht, ach, das bedeutet doch Bombe oder sowas. Nee, Maschallah, schön. Einfach nur schön. Etwas ganz Schönes. Ein Kind wird geboren, irgendwo in Algerien. Maschallah. Eine schöne Frau läuft vorbei. Maschallah. Sag das mal. Maschallah. Und alles ist gut. Haut rein. Bis dann. Ciao.